Erinnert euch an meine Frage vom letzten Mal. Nun ändern wir die Parameter ein wenig. Ihr seid nicht mehr derjenige mit der absoluten Macht, sondern habt durch irgendein Ereignis erfahren, dass einer eurer engsten Freunde sie besitzt. Vielleicht habt ihr jetzt sogar eure Erinnerung aus all den anderen Zeitlinien, was an und für sich schon schwierig ist, weil ihr dann Dutzende Erinnerungen hättet, die sich überlappen, aber auch widersprechen. Ihr wisst jetzt, ob und in welchem Ausmaß dieser Freund seine Macht missbraucht hat. Und selbst wenn es nie euch selbst getroffen hätte, könntet ihr ihn dann noch auf die gleiche Weise sehen wie zuvor. Dieser Frage muss sich nun Sans stellen. Die Zeitlinie wurde neu gestartet und Frisk hat wohl gerade den Eingang zu Waterfall erreicht. Aber ein Detail ist hier bereits anders. Wenn ihr genau hinseht, ich verlangsame es einmal für euch, seht ihr, dass Sans Auge, als er von Frisk aufgeschreckt wird, kurz in den blau-gelben Kampfmodus schaltet, den wir sonst nur während seines Bossfights sehen. Glitchtail ist voll von solchen Details und Freeze-Frame-Boni und ich bin gespannt, wie viele ich im Laufe dieser Analyse noch finden werde. Dieses hier habe ich erst beim Schreiben dieses Skripts gefunden. So etabliert Glitchtail bereits am Anfang ohne Worte die Tatsache, dass Sans sich an die vorherige Zeitlinie erinnert. Hier muss ich etwas klarstellen, das sowohl für das Verständnis von Glitchtail als auch von Sans als Charakter wichtig ist. Sans hat regulär keinen Einfluss auf die Zeitlinie, nicht so wie der Spieler und Flowey. In dieser Hinsicht ist er wie alle anderen Monster, die gelegentlich Déjà-vu-Erlebnisse haben, wenn der Spieler seinen Spielstand lädt und eine Situation erneut erlebt. Sans unterscheidet sich hier nur dadurch, dass er durch seine frühere Forschung die mögliche Existenz von Zeitreisen im Hinterkopf hat und kombiniert dies mit sehr aufmerksamer Beobachtung. Er hat seine Vermutungen, aber nichts Handfestes. Erinnert sich nicht wirklich und er springt auch nicht durch Zeitlinien. Anders als andere Undertale-Fanfictions macht sich Glitchtail die Mühe, diese Abweichung von den üblichen Regeln sinnvoll zu begründen. Sans hat den Reset ausgelöst, also ist es nicht weit hergeholt, dass er sich auch daran erinnert. Jetzt wäre es eigentlich Zeit für das Treffen in Grilbys, aber stattdessen findet sich Frisk nach der Abkürzung in einem ihm völlig unbekannten Korridor wieder, samt einer Tür, die nicht dort sein sollte. Jeder vernünftige Mensch würde wohl zumindest versuchen, sich zunächst zu orientieren, aber wir reden hier von einer Person, die aus purer Neugier zum Massenmörder wurde, also sollte klar sein, was Frisk tut. Er überdenkt ganz in Ruhe die möglichen Konsequenzen seines Handels für sich und sein Umfeld bevor, Spaß, er macht natürlich die Tür auf. Während Frisk hinter der Tür auf eine seltsame Gestalt stößt, springen wir zurück zu Sans. Dieser will eigentlich über die ganze "Ich hab mal eben alle Monster getötet, um zu sehen, was passiert" Nummer sprechen, stellt aber schnell fest, dass er nur mit Luft redet. Sans Reaktion ist angemessen, wenn man bedenkt, dass er der Einzige ist, der in Undertale mit der Fähigkeit zur Teleportation dargestellt wird. Also entweder hat er versehentlich Frisk im Boden oder in einer Wand materialisiert, was schlecht wäre, oder etwas, oder vielmehr jemand, hat Frisk gezielt aus dem Teleport gerissen und woanders hin umgeleitet. Was auch schlecht wäre. Frisk ist währenddessen blind in die Falle gelaufen und muss feststellen, dass die Gestalt ihn nicht nur töten will, um an seine Seele zu kommen, sondern auch noch in der Lage ist, seine Reset-Fähigkeit zu unterdrücken. Dabei bekommen wir übrigens sogar einen Hinweis über eine weitere unüberlegte Entscheidung von Frisks Seite. Zu seinem Glück braucht Sans nicht lange, um 2 und 2 zusammenzuzählen und Frisk wiederzufinden. Zwar wird nun auch Sans Teleportation aus dem seltsamen Raum unterdrückt, das ist aber kein Problem, das ein Gasterblaster nicht lösen kann. Außerhalb des Raums wird die wahre Gestalt des Angreifers zumindest fast wiederhergestellt. Die Füße scheinen noch etwas schleimig. Was die Frage aufwirft, wieso er sich nicht selbst befreien konnte, aber vielleicht konnten die Wände des Raums nur von jemandem zerstört werden, der von außerhalb kam. Sans macht 2 Dinge deutlich. Er kennt den Angreifer, falls der Einsatz von Gasterblastern durch diesen es noch nicht deutlich gemacht hat, und er sieht keine Chance, einen Kampf mit ihm zu gewinnen. Jedenfalls nicht, bis ihm das Ende der letzten Folge einfällt und der Frisk signalisiert, sein Manöver aus der letzten Zeitlinie zu wiederholen. Frisk hat gar nicht die Zeit, Sans Anweisungen zu hinterfragen und überreicht ihm einfach seine Seele. Leider hat der Angreifer auf eine solche Gelegenheit gewartet. Er verletzt Sans tödlich und greift sich Frisks Seele, bevor dieser auch nur die Chance hat, Sans zu helfen. Während Sans im Sterben liegt, löst der Angreifer Frisks Körper auf und bereitet sich darauf vor, dessen Seele zu absorbieren. Zum Glück hat Frisk eine Geheimwaffe, Entschlossenheit, was es seiner Seele ermöglicht, Gaster zu entkommen und sich mit dem sterbenden Sans zu verbinden. Dieser wird dadurch vollständig geheilt und wieder auf sein Powerlevel am Ende der vorherigen Folge gehoben. Hier sehen wir jetzt erstmals das volle Ausmaß dieser Macht. Nachdem Sans demonstriert, dass er dem Angreifer nun in roher Feuerkraft mindestens ebenbürtig, eher noch überlegen ist, fährt sein Kontrahent schwerere Geschütze auf. Genauer gesagt 7 Hände in den Farben der Menschenseelen und im folgenden Abtausch wird deutlich, dass alle diese Hände über eigene Angriffe verfügen, wobei eine von ihnen deutlich anders funktioniert als die anderen. Ich würde diesen Kampf ja mit einem Schachspiel vergleichen, aber wenn der mysteriöse Angreifer Schach spielt, spielt Sans Anarchie-Schach. Mit seinen verstärkten Fähigkeiten und seiner Auffassungsgabe fällt es Sans leicht, die Lücken in den Angriffen seines Gegners zu finden und auszunutzen. Man muss sich ja nicht von einem Schild zerquetschen lassen, wenn man diesen einfach überlasten kann. Phragokinese ist auch nicht so praktisch, wenn die eigenen Konstrukte von den erzeugten Explosionen zerstört werden können. Und Sans Gegner versucht es auch nur ein einziges Mal mit einer Kombination mehrerer Angriffe.
was zunächst nach Dummheit auf Seite des Angreifers aussieht, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, wie wir es hier tun werden, wird hier schon der Anfang eines Musters erkennbar. Letztendlich gehen dem Angreifer die Züge aus. Selbst ein perfider Verstoß gegen Protokoll 1 der Genfer Konvention kann Sans nicht überlisten. Dennoch zeigt Sans einem Gegner, den er nun erstmals als G anspricht, Mitgefühl. Als er nach Gs Tod erneut einen Reset durchführt, gibt Sans Frisk die Nachricht mit, sich beim nächsten Durchlauf in den Ruinen Zeit zu lassen. Es gibt etwas, was Sans erledigen muss. Nachdem Camilla mit Megalomaniac ihren Hut in den Ring warf, was Interpretationen des Sans-Boss-Fights angeht, folgt das etwa doppelt so lange Yet Darker mit einem weiteren vielinterpretierten Charakter. Was oberflächlich betrachtet vielleicht nur wie ein Vorwand wirkt, um Sans gesteigerte Macht demonstrieren zu können, dient eigentlich dem Zweck, Setup für Glitch-Tales-Interpretation von niemand geringerem als W.D. Gester zu leisten. Wir werden sicher noch oft über Gester sprechen, aber dazu sei gesagt, dass ich nicht wirklich vertraut mit vielen anderen Undertale-Fanfictions bin, insbesondere X-Tale und Underverse, wo ebenfalls eine Version von Gester eine Rolle spielt. Gester ist insofern offen für Interpretation, dass es nur sehr wenig gibt, was wir mit Sicherheit über ihn wissen. Selbst sein Aussehen ist nicht als sein eigenes bestätigt und das übliche Vorbild hat möglicherweise sogar gleich zwei Gesichter. Insofern kann keine Fanfiction behaupten, die eine korrekte Darstellung von Gester zu haben, noch kann man ihnen eine falsche Darstellung des Charakters vorwerfen, solange sie sich an die wenigen durch Undertale vorgegebenen Aspekte halten. Das heißt natürlich nicht, dass manche Interpretationen nicht spannender als andere sind. Auch Yet Darker hat zwei neu animierte Versionen, allerdings nicht von Camilla selbst. Emuliel Arts, nicht zu verwechseln mit Galileel, hat die gesamte Episode komplett neu gezeichnet und vertont, was sogar von Camilla selbst gelobt wurde. Diese Version ist ein Upgrade in so gut wie jeder Hinsicht. All das gilt auch für die Version von Just a Sketcher, die sich aber weitgehend auf das Duell zwischen Sans und Gester beschränkt. Hier wurde das Detail ergänzt, dass Gesters lilaner Chroma offensichtlich glitscht, was sich mit dem späteren Worldbuilding der Serie deckt. Und sie enthält auch eine Szene, die ursprünglich ein Easter Egg war und daher auch nicht Teil des Staffel 1 Films ist. Eine Szene, in der Sans seine Werkstatt betritt und ein Foto von sich, Gester und einer verstorbenen dritten Person betrachtet, womit auch bestätigt wird, dass Gester nach Glitch-Tale-Kernen offiziell Sans Vater ist. Für weitere Details zu Gester werden wir uns aber noch etwas gedulden müssen, denn als nächstes steht erstmal Determination an.